Vedha. Vedha heißt durchdringen, durchbohren. Vedha mit H geschrieben. Veda ohne H ist ja eine wichtige indische Schriftensammlung, die wichtigste heilige Schrift Indiens. Vedha mit H ist das Durchdringen und das Durchbohren, also etwas ganz anderes, ein anderer Wortstamm auch. Vedha gibt es zum Beispiel in dem Mahavedha Mudra. Mahavedha Mudra ist eine der großen Mudras, eine der 10 Mudras, die die Hatha Yoga Pradipika beschreibt. Mahaveda heißt dann das große Durchdringen, das große Durchstoßen. Was soll durchdringen, durchstoßen werden? Es soll die Sushumna geöffnet werden und das Prana, die Lebensenergie, soll eindringen in die Sushumna. Letztlich heißt es, dass Brahma Granti durchstoßen werden soll. Mahaveda ist also eine Mudra, um Brahma Granti, den Knoten, zu durchdringen, der die Erfahrung von Brahma beschränkt. Natürlich, Mahaveda ist anschließend auch für die anderen Grantis, also auch Vishnu Granti, Rudra Granti gedacht. Wenn du nicht weißt, was Brahma Granti, Vishnu Granti, Rudra Granti ist, dann schaue einfach nach auf unseren Internetseiten auf www.yoga-vidya.de. Gib dort ein Granti, G-R-A-N-T-H-I, und im Suchfeld. Und dann findest du die 3 Grantis beschrieben, auch Übungen, um die 3 Grantis zu durchstoßen, um zu höheren Erfahrungen zu kommen. Also, Vedha, das Durchdringen, das Durchstoßen. Insbesondere das Durchdringen und Durchstoßen von den Grantis. Aber auch das Öffnen aller Unreinheiten in allen Nadis und in allen Chakras. Also Vedha ist etwa ein wichtiger Aspekt. Und wenn deine Nadis geöffnet werden, indem Prana Vedha bewirkt, durchdringen, durchstoßen, kann es zu Hitzeerfahrungen kommen, es kann zu Erzittern kommen, es kann auch zu Zuckungen kommen. Vedha ist also das, was auch in allen Nadis geschehen kann, wenn du intensiv praktizierst, gerade wenn du intensives Pranayama und Mudras praktizierst, auch bei jeder intensiven Praxis. So viele Nadis hast du, Yogis sprechen von 72.000 Nadis. Die meisten davon sind verstopft. Es gilt, diese Nadis zu öffnen. Wenn die Nadis geöffnet werden, ist das Vedha, ein Öffnen, ein Durchdringen, Durchstoßen von Unreinheiten. Und dieser Prozess des Vedhas ist oft begleitet von Wärme, von Hitze, von Erzittern, von Schwanken, von Zuckungen. Diese vergehen, wenn Vedha bewirkt ist. Vedha ist also eine Reinigung, eine Öffnung der Nadis. Wenn diese Öffnung geschieht, sind da verschiedenste Erfahrungen. Es können auch Emotionen hochkommen. Es kann auch Müdigkeit hochkommen. Es können auch Visionen kommen. Es können Erinnerungen hochkommen. So viel ist ja mit den Verstopfungen und den Unreinheiten in den Nadis verbunden. Das können energetische Sachen sein. Das können irgendwelche physischen Sachen sein, die du gegessen hast. Es können emotionale Erinnerungen aus diesem oder früheren Leben sein. Es können irgendwelche inneren Blockade sein. Indem du praktizierst, geschieht Vedha auf immer mehr Ebenen. Indem du praktizierst, übst du Vedha der Nadis. Das führt zu verschiedenen Reinigungserfahrungen, schließlich zur Leichtigkeit, zur Freude, zur Liebe, zur Freiheit. So kann Prana in die höchsten Chakras kommen und du erfährst irgendwann die Einheit von Shakti und Shiva, damit die Selbstverwirklichung und Gottverwirklichung. Also nochmal zum Schluss. Vedha heißt durchstoßen, durchdringen, öffnen.